Hollywood in München, und zwar der FC Hollywood beim Filmfest. Im Gloria-Palast wurde die Weltpremiere einer sechsteiligen Serie gefeiert, Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Im Mittelpunkt der Serie stehen Ikonen der Vereinsgeschichte wie Gerd Müller, Paul Breitner, Sepp Maier, Uli Hoeneß und natürlich der Kaiser Franz Beckenbauer. Für die FC Bayern-Legenden Paul Breitner und Uli Hoeneß ist es ein Rückblick in die Vergangenheit. Wie sind die Emotionen bei Ihnen? Nachdem ich die ganze Serie schon gesehen habe und sehr, sehr angenehm überrascht war, genieße ich das halt wieder. Es ist eine tolle Serie, die einen wunderbaren Mix hat. 80% Realität, 20% fiktive Szenen. Ja, ich gehe ziemlich unvoreingenommen da rein, weil ich habe viel Gutes gehört und ich hoffe, dass es ein tolles Produkt geworden ist. Jetzt war ja gerade hinter Ihnen der junge Paul Breitner. Ja, der da. Ja, genau, der da. Der vor dem Afro. Wie hat er Sie denn verkörpert? Perfekt. Ja, das habe ich ja schon in meiner Gefängniszeit schon mal erleben dürfen. Aber diesmal ist es ja sehr viel angenehmer. Bin mal gespannt, wie der das macht. Die Serie basiert auf dem Buch Gute Freunde, die wahre Geschichte des FC Bayern München, und wird nun von David Dietl, dem Sohn des großen Münchner Regisseurs Helmut Dietl, auf den Bildschirm gebracht. Für die Schauspieler war es eine große Ehre, die FC Bayern-Legenden zu dubeln. Paul Breitner würde sagen, ich bin keine Legende, das mag er nicht. Er hat ja auch das Buch geschrieben, ich will kein Vorbild sein. Aber für mich ist es eine ganz große Ehre. Ich habe ihn ja gerade getroffen und das war ein sehr bewegender Moment. Und ich bin sehr stolz und froh, von ihm so ein Kompliment zu bekommen. Hast du ihn zum ersten Mal getroffen? Live auf jeden Fall, ja. Ja, ich kann auch eigentlich nur sagen, es ist die größte Ehre, als gebürtiger Münchner den Kaiser spielen zu dürfen. Das ist für mich der spannendste noch lebende Bayer. Also, ja. Ganz große Ehre, überwiegend. Sich auseinanderzusetzen mit dem Gerd Müller, ist mir sehr sympathisch geworden. Seine ganze Geschichte ist irgendwie mitreißend, vor allem weil es eben Höhen und Tiefen gibt. Und das mochte ich sehr gerne, da einzutauchen, und hoffe, ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Gute Freunde wird beim Filmfest München in der Reihe Neues Deutsches Fernsehen gezeigt und geht ins Rennen um den Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis für die beste Serie.